So, nach einer einminütigen Fehlaufnahme, beziehungsweise es war ja nicht mal mein Fail, das Game hat sich sofort gesoftlockt, nachdem ich etwas versucht habe. Und zwar den Kampfteufel. Den will ich jetzt besiegen. Ich will nämlich Geld haben. Ich weiß, dass er eine Kraftquelle droppt und dass man ihn sich jetzt erstmal Anima beschwören möchte. Mit dem Meisterruf. Und ich hoffe, ich one-shotte den. Weil wenn ich es nicht tue, dann bin ich jetzt ziemlich tot. Glaube ich. Aber ich glaube schon. Die Animation werden wir im Zweifel noch sehr häufig sehen. Dauert nicht mehr. Dauert zum Glück nicht ganz so lange. Ja, oh, ja, zum Glück ist er tot. Ich hasse das so sehr. Wollen bitte kämpfen? Wie geht's dir am langen Kampfteufel nochmal? Ja, man denkt jetzt so, oh mein Gott, dafür ist abgeben übrigens mega toll. Um mal zu zeigen, wie ich Geld farmen würde. Weil wie wir wissen, ich habe jetzt noch nicht die besten Stats. Also noch überhaupt nicht. Aber Anima hat sie. Anima hat der Mensch. Aber noch nichts anderes Gutes. Der wäre auch sowas von One-Shot, aber er killt gut mit seiner Ekstase. Das muss man sagen. Ne? So, das haben wir. Und jetzt können wir... erstmal möchte ich jetzt zum Flugschiff. Ich habe nämlich ein paar Heilquellen, das ist schon mal gut. Liste. Wo sind wir denn in Makalla? So. Ich will mir dann nämlich erstmal eine Sache für Walker holen. Weil ich habe ja gesagt, Walker kriegt die erste richtige Rüstung. Und dafür habe ich mir jetzt extra diese Heilquellen geholt. Denn die Heilquellen heißen Autoregena, also bewirken Autoregena, und Autoregena ist im Prinzip auf das Level, auf der HP, die Walker hat, noch total kacke. Aber ich will es schon mal drauf haben. Die anderen beiden kriegen natürlich auch schon Sachen. Ich muss für die beiden erstmal die nötigen Sachen holen. Ne? So. Ausrüstung ansehen. Kaufen. Also Quarettring. Bitte. Nein. Multischutz. Ja. Ausrüsten. Tetraarm. Mit einem Raritätenfreak lasse ich bleibt natürlich auch, ne? Warum habe ich das jetzt ausgerüstet? Das Ding ist sowieso erstmal besser. Umbau. Multischutz. Wenn hier nämlich erstmal Auto hast. Und Autoregeln. Easy. Zwei Sachen, die Walker schon mal hat. Autoregena, wir kommen sowieso beide auch noch rauf. Und Auto hast ebenfalls. Dazu kommt HP-Expander und Schleife. HP-Expander lohnt sich sowieso erst später, wenn man 99.999 HP hat. Ja. Bisschen dumm eigentlich. Auf zum Schluckgriff. Und dann machen wir mal chronologisch weiter mit dem Monsterfarm, denke ich.
Luca, Mihenstraße. Ruin von Mihen, Fungustal. Große Straße, weißt du. Gibt halt keinen richtigen Ort, um da zu diesem Hauptquartier zu kommen. Ganz skurril. Aber auf die Art und Weise habe ich schon mal gute Rüstung für alle drei nachher. Aber wir bereiten uns darauf vor. Wenn jemand mal auf Junaleska Regina gesehen hat oder selbst gezaubert hat, dann sieht man einfach nur, wie kacke viel die geheilt wird. Und das ist echt nicht mehr witzig. Das macht nämlich keinen Spaß, wenn die so hoch geheilt wird. Das macht so viel aus. Und dann wird man auf einmal selbst zur Junaleska. Nur, dass man noch viel mehr Turns hat. Für jeden einzelnen Turn gibt nämlich Regina einen selbst HP. Das ist super. Wirklich. Das Steinwall und so Rüstung behalte ich natürlich noch. Aber jetzt werden wir erstmal farmen. Und ich weiß gar nicht, ob ich keine Musik höre. Guckt euch einfach locker an. Obwohl der Auto hast, hat, ne? Ist ja noch nicht mal erster dran, weil alle hier. Wer ist das? Präventivschlag haben. Und da Rico den höchsten Reflexwert hat, ist sie auch noch als erster dran. Aber danach ist Walker so ziemlich fast immer danach dran. Die ganze Zeit. Voll schlimm. Naja. Autoregeln, das ist so toll. Ich liebe diese Sache. Take that. Im Zweifel könnte ich eigentlich mal die Ekstase umstellen. Auf Siegeshymne. Ich weiß, mit Abseitsfalle bekommen sie nicht so viel Ekstase. Also auf jeden Fall Juna braucht mehr Blablabla. Also Juna. Siegeshymne. Wenn der Gegner. Ja. So. Normalerweise hätte man dann Triple Extras und alles und dann geht das hier relativ fix hoch, aber guckt euch das an. Das macht so viel aus. Nachher mit Triple Extras ist es dann einfach zur Hälfte voll und dann nochmal, dann ist es voll. Zwei Dingos und hoch. Aber das ist für jeden einzelnen, den man hier selbst killt. Vielleicht ist Triumph sogar eine bessere Idee. Take that. Na, ich guck mal Triumph. Das werde ich noch besser. Ekstase, Triumph. Dann gucken wir gleich mal, wie viel das macht. Ich hoffe ein bisschen mehr. Ja, ist im Prinzip dasselbe, nur für alle. Jetzt könnte dreimal nacheinander, also einer dreimal nacheinander denselben Kill machen, dann wäre es kein Unterschied.
Beziehungsweise doch. Der Unterschied wäre, dass wenn einer dreimal nacheinander den Kill macht, er auch die ganze Ekstase bekommt. Aber ist auch nur dafür sinnvoll. Leider. Und alle sind voll. Dann kann ich gleich wieder Heilquellen fahren. Mache ich hier nach. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Aber wann kommt endlich mal ein Garuda? Nicht, dass ich mich beschweren würde, aber... Ist vielleicht tiefer reingehen? Ich glaube schon. Normalerweise... Ja... Sind Garuda häufiger. So, mal gucken wir hier. Mini-Raptor ist durch. Ich finde, die Teilchen rot sehen so ein bisschen aus, als hätten sie so ein Smiley. Komisch. Mann, ich brauche Garuda. Endlich. Wurde ja auch mal Zeit. Davon noch 8 Stücken. Sauerei. Sauerei auf der Bounty. Oder heißt das die Meuterei aus, ne? Bounty war ein Schiff und das heißt, genau so war es. Garuda! Ich finde das cool. Fangau habe ich glaube noch nicht voll. Nee. Aber das wird. Das wird schon. Bisschen Geduld. Dann wird das. Ich glaube, Regina ist so ziemlich das einzige mit einer Animation, oder? Also bei Hast bewegen sich einfach alle schneller. Oder? Regina hat eine eigene Animation, oder? Was ich cool finde. Als positiven Zustand. Ich meine, Reflekt. Ist ja erst sichtbar, wenn man das verzaubert. Ach, den hatte ich nicht. Boots. Walker.
Was cool ist, dass Walkers Ekstase tatsächlich kritten kann. Ja. Gott, halt es aber auch. Hm. Naja, beides Ekstase kriegt wahrscheinlich auch nicht mehr voll. Okay. Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie stark die Charaktere mittlerweile sind. So, ne? Der war ja mal relativ schwer. Say your prayers. Aber das geht ja auch so. Bin ich so schnell mit dem Ganzen? Ich glaube, warum? Jetzt fahren wir nur noch ein Monster. Ohne Augen übrigens. Ich weiß gar nicht, wie das Ding blind sein kann. Würde ich gerne mal wissen. Es ist anfällig gegen blind und hat keine Augen. Oh, und stellt euch mal vor, man würde die ganze Zeit das mit Tides machen. Man würde jedes Mal dieselben Lines hören. Das wird immer nerviger. Ja, ich habe jetzt schon so einen leichten Horror davon. Leben und leben lassen. Da bin ich froh, dass ich das mit Rico mache. Rico ist sowieso schneller. Und sie hat ihre eigene tolle Reizanimation. Sie wackelt mit dem Arsch. Also. Kann man sehen, wie man will? Was ich immer so komisch finde, dass es hier echt keine eigene Musik gibt in dieser Region. Da freue ich mich schon lieber auf Xenakant. Da ist die Musik jedenfalls geil. Und so uninteraktiv ist es gar nicht mit dem Auto drücken. Mein Gott, kann das bald fertig sein? Mehr Garou, das bitte. Weniger Fongo Ongos, mehr Garou, das bitte. Das wäre richtig cool. Und weniger Teilchen, rot, bla bla bla. Fongo Ongos sind blöd. Garou, das, ganz viele Garou. Wenn die da wären, dann wäre. Dann könnte ich mich um mein Equipment kümmern. Was ein bisschen bescheuert ist, als ich mit Rico in anderen Playthroughs gespielt habe, ich hatte ganz lange Zeit Probleme, auf ihr Ekstase-Chip Zorn zu kriegen. Ne? Das heißt, also mit Zorn kannst du ja relativ geil leveln mit Ekstase-Wandler, Triple AP und Don Tomberry. Das Riesending war, wenn man Zorn nicht hat, dann denkt man sich nur, wie komme ich dazu? Ich meine, Zorn wird sich erhöhen, also erlernt Rico, indem sie, glaube ich, 200 Mal Leute sieht, die gehittet werden.
Und dann hat man sich gesagt, so, ja, wie macht man das am besten? Also hängt man da irgendwie so stundenlang in einer Monsterfarm und lässt Auryn irgendwie mit Bodyguard sich selbst hauen und so und fragt sich, hey, warum geht das nicht? Ich glaube, in der Monsterfarm können keine Ekstasensachen erlernt werden, sondern nur außerhalb. Zumindest war es gefühlsmäßig so. Ich habe es noch nie erlebt, dass da Ekstasetypen gelernt wurden. Echt merkwürdig. Das ist so meine persönliche Theorie. Kann man gerne widerlegen. Aber ich würde es gerne mal mit eigenen Augen sehen, dass man da Ekstasetypen lernt. Aber ich mit meinem Tunnelblick sehe sowas sowieso nicht, selbst wenn ich es mitbekomme. Also im Prinzip vor meinen Augen hätte. Ich würde es komplett übersehen. Scheuert ohne Ende. Wirklich. Ich hatte mal gedacht, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, auf Abseitsfalle und so Hit-Expander zu packen. Damit man wirklich alles one-shottet, was man vor einem hat. Aber komm erstmal dazu, Hit-Expander zu finden oder so. Das ist nicht so einfach. Ich habe doch 30 Gigantenflügel, oder? Umbau. Ja, danke. Ich meine, ich krieg nämlich Gigantenflügel auch noch durch die Monsterfarm. Ich weiß noch nicht, wie viel. Da kann man das schon mal raufpacken, wenn man es schnell hat. Ey, komm jetzt, Garuda, bitte. Das ist doch echt ein schlechter Witz, ne? Bam. Gut, endlich. Oh, noch einer, gell? Ah, ich bin fertig. Richtig nice. So. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Speicherpunkt. Zur stille Ebene. Und dann kümmern wir uns mal schön ums Gear. Um Jonas und Ricos Rüstung. Ich meine, ich brauche Mac-Eyes. Bisschen Gil. Bisschen viel Gil, so 500.000 plus. Und Kampfteufel. Ich glaube, das kriege ich hin. Alternativ könnte man natürlich auch eine schwarze Bestia, also Yojimbo, immer mit seinen eigenen Yojimbo töten. Habe ich mal gemacht. Stundenlang. Das ist nicht rentabel. Das dauert Ewigkeiten. Wenn man effektiv schnell was machen möchte, dann nicht Jojimbo farmen. Nein, bitte nicht. Ich hasse. Das mache ich nie wieder. Ironischerweise habe ich eine Rüstung für Rico bekommen mit HP-Expander. Ohne Schleife. Das war so scheiße. Wirklich.
Das muss echt nicht sein. So, hast du noch was Neues? Nein. Speichern wir erstmal. Kämpfen. Ich habe eh präventiv Schlag. Also im Prinzip ist es nicht mal schlimm. Der Meisterruf. Animal. Bin ein bisschen froh, dass die das mit der Ekstase recht gut angepasst haben. Das dauert doch nicht so lange. Dann. Easy. Und nochmal bitte. Abgeben. Ach, scheiße. Dunkelkristalle. Freue ich mich gerade absolut nicht drüber. Weil ich mit Dunkelkristallen null anfangen kann im Moment. Ich würde einen Haufen Dunkelkristalle kriegen. Und danach sind alle Dunkelkristalle, die ich bis dato hatte, sowieso verschwunden. Also. Ich krieg 99, dafür baue ich mir eine Schleife für Walker. Und dann sowieso Ende. Weil dann muss ich wieder 99 neue sammeln. Weiß ich nicht, ob ich das tun werde. Ich könnte auch mit Steinwall. Eigentlich habe ich schon Bock auf Schleife. Gehört halt irgendwie dazu, mit allen Schleife zu haben. Kack, da kommt er. So, dann können wir mal umbauen. Fahren wir mal ganz unten mit dem Tetra-Schild. Und hauen da mal. Was ist denn das? Ja. Autoregenerator. Können wir mal gucken, wie viel das wert ist. Abgesehen davon, dass ich hier sowieso fast alles verkaufen könnte. Nein, auch nicht. Ja, so ungefähr 130. Das ist das wert. Und wenn ich mehr Glück haben möchte, dann muss ich hier ein paar Mal Dingo killen. Leider habe ich keine Triple AP Waffen oder so. Muss mir das vielleicht doch ein, zwei Mal mehr machen. So, ich glaube 5 Mal, dann kriegen wir mal 20% der Leiste. Mhm.
hoch ist denn das? So, nochmal. Da bin ich schon durch. Oh. Dann machen wir mal wieder den Kampfkarte. Und beschwören an. Geht halt relativ fix, so. Bam. Im Prinzip wäre es sogar noch schöner, wenn ich die Solaris-Waffen von allen hätte. Dann müsste ich nämlich nur zweimal Dinge töten. Das ist übrigens fast schon ein Argument für Rico und Yuna, die Solaris-Waffe gerade anzuziehen. Sollte ich das tun? Hm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Andererseits kann ich auch, Anima, wir wissen's. Oh. Ich werde es vielleicht machen. Oder erstmal mit Walker ein bisschen weiter Blitzball spielen, lieber Blub. Also überhaupt Blitzball spielen. Ausrüstung. Einmal wieder Umbau. Haben wir hier Notragina Auto. 180.000 Gil. Wir wollen Waffen, Verkauf. Alter, wie viel Geld das macht, so, ne? Bam. Das ist so krass. Andererseits, wie viel Gil habe ich? Wie viel Down habe ich noch? Umbau. Ja, von mir aus. Autohast. Ich habe 19 Stück. Ich kriege 60 bis 70. Das heißt, einen zweiten Autos kriege ich sogar noch hier hin. Das wird sich ja nur bis dahin lohnen, ne? Und dann macht man das erstmal so ein paar Mal. Wie viele Autos brauche ich denn? Also zwei? Also ja, was würde ich denn jetzt so kurz weitermachen? 450.000 Gel brauche ich. Hm. Das wird dann wohl wieder kurz Überlänge sein, schätze ich. Na, ich glaube, mit Yuna und Rico das kurz zu machen, ist... Nur für die Solaris-Waffe das jetzt zu machen, für die Triple Ekstasis lohnt gar nicht. Weil ich habe noch Chocobo Down von 19 Stück. Deshalb, selbst wenn ich 61 kriege, wird das noch sehr easy sein. Ja.
Bam. Abgeben ist einfach so geil, ne? Und achso, ich bin nicht dran. So. Da Yuna einfach bisher noch die stärkste Extra-Wert. Ich meine, für diesen Zeitpunkt des Spiels, ne? Das ist so geil. Ich finde diese Arme, die Anima so an dem Hals hat, auch noch voll cool. Die einfach nur so die Ketten halten. Das Riesenproblem darin ist einfach nur an der Ekstase, dass sich die Ekstase von Yuna nicht durch Triumph hochzieht, sondern der Sieg ja Anima gilt. Das ist immer so ein bisschen schade. Dann macht man halt zweimal mehr Ding, geht das. Dann will ich gleich mal zeigen noch, wozu Bestechen geil ist. Und dann machen wir mit dieser Überfolge von fast 40 Minuten irgendwas auch mal ein Ende. Aber ich mag das Team so, wie es ist. Rico ersetzt Tidus so ziemlich komplett mit und gibt noch Basteln dazu. Yuna macht einfach nur abnormal viel Schaden fürs Early Game. Im Late Game vielleicht sackt sie ein bisschen ab, aber trotzdem. Kampfteufel. Ich hatte früher mal so die Angewohnheit, einfach Bahamut zu beschwören, weil ich verkackt habe. Und dann denke ich so, hä, warum stirbt er denn? Kacke. Aber das meiste Farming wird tatsächlich so ablaufen, dass ich Anima zwischendurch beschwöre. Weniger Dingo farme als jetzt, statt 5x 2x vermutlich oder einmal nur. Ach kacke, wollte ich keine haben. Dunkelkristalle sind momentan echt nicht gut. Ja.
Aber Anima macht halt momentan auch einfach viel zu viel Schaden. Ich weiß gar nicht, ob der schon Damage Capped ist. Aber ich vermute es mal. Weil sein richtiges Damage Cap ist 1,59994 Millionen. Und das geht halt gegen seine Abwehr gerade. Und vorher habe ich immer alle Schilder, die ich hatte, mit Notregener bestückt. Das ist halt irgendwie nicht so sinnvoll gewesen. Man kann es machen, aber das bringt halt nicht so viel. So. Nick hier. Spezial. Bestechen. Und jetzt will ich Glück haben. 64, glaube ich, reicht. 70 wäre das Maximum, 60 ist okay. Dann machen wir mal Umbau von Rikus Schild, das ist ja. Okay, nee, ist es nicht. Welches Schild hat sie denn eigentlich, das ich gekauft hatte? Oder habe ich das gerade verkauft, ich Idiot? Fahrradring, Tetra-Arm. So. Dann hat Rico jetzt auch Autohast. Ja. Ich bin glücklich. Ich hoffe, ihr auch. Ich speichere nochmal schnell, weil. Naja. Und dann sage ich erstmal: Tschüss, Leute.